Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute widmen wir uns dem ENT Angel Freezer Event auf der japanischen Version, was ich, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich sogar vergessen hatte. Jedoch habe ich dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf Twitter gesehen, ey, das Event macht ja voll Spaß, und ich so, shit, neuer Neogott heißt ja auch neues Event, wa? Und ja, heißt es, Chani, heißt es. Wir werden uns dem mit einem Mono-STR-Team nähern. Das benutze ich meistens beim ersten Versuch immer, weil es einfach recht gut funktioniert. Falls ich es dann schaffen sollte, oder halt nicht schaffen sollte, werde ich auch mit einem anderen Team natürlich wiederkehren. Wir können es natürlich die Tage auch gerne nochmal mit einem physischen Team etc. versuchen. Ich glaube, so schwer wird das eh nicht sein. Ich habe da jetzt irgendwie nichts gelesen, was das unfassbar wirken lässt. Kurze Teamerklärung: Goku 100%, Goku Friends für den Damage, der Gott Goku zum Linken, Trunks für den Damage und zum Linken, dank dem GT-Link. Vegeta tankt, Gogeta ist auf alles effektiv, Goku supportet. Ich glaube, bei diesem Team muss ich nicht so viel erklären. Und keine Sorge, Leute, sobald diese Dinger alle auf Global da sind, bringe ich dort meistens auch Free-to-Play-Versionen davon raus. Und also einfachere Versionen, mehrere Versionen, Free-to-Play-Versionen, alles, was ich halt hinbekomme. Und war das der richtige Weg? Hoffentlich. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst doch gerne ein Abo da. 3 Key, fresh. Hat mich fast abgelenkt. Ich sollte aber mal ganz zwingend meine schnelle Sprache runterfahren, weil das sich sonst wieder verhaspelt und ich eigentlich langsamer reden wollte, langsam in Videos, weil das, glaube ich, schon nervig sein kann, irgendwie. Aber immer noch besser als die Leute, die einfach, diese Top 10 Kanäle, die einfach alles ganz langsam durchgehen, damit das Video auch, ja, auf 10 Minuten und 0,1 Sekunden kommt. Gott, fuckt mich das ab! Der erste ist AGL, da bin ich eigentlich schon mal im Nachteil, also, ja, scheiße gelaufen jetzt. Schicke Vegeta vor. Einfach, weil ich nicht weiß, ob ich ihn one-hitten könnte. Vielleicht stunt er ihn ja auch, dann haben wir hier eine schöne Runde direkt. Mein japanisches STR-Team ist einfach OP. Und weil ich das jetzt gesagt habe, kassiere ich wahrscheinlich richtig mies. Oh, er ist gestunt, perfekt. So wollte ich das sehen. Ich glaube, ich habe den Sound ein bisschen zu leise, den mache ich mal gleich lauter. Er hat einen Critical Hit überlebt vom Super Saiyan 4 Goku. Das ist jetzt krass. So, Wrecked Freezer. Kein Thema. So, STR nicht stunbar. Okay, ich habe eh keinen auf dem Feld, der stunnen kann. Also, das ist jetzt nicht mein Problem. Aber auch kein Super Saiyan 4. Dementsprechend keinen guten Tank. Oh, Backe. Na, ich würde hier auch. Ich komme hier noch durch, ohne groß Schaden zu fressen, nehme ich an. Oder sollte ich den Dude unterschätzen? Nein, ich unterschätze den Dude nicht. Ich habe diesen Fehler schon bei Gohan gemacht. Ich werde das jetzt nicht nochmal machen. Das wäre ultra dumm. Ich unterschätze meine Gegner viel zu oft auf JP. Weil ich mit meinem Team halt viel zu sicher bin. Ohne Tank einfach die alle mich hitten lassen. Ja, verrückt. 18.000 trotz Ikarus. Gott sei Dank habe ich den eingesetzt, Alter. Das wird mich trotzdem richtig hart ficken. Die Kacke ist auch, in dieser Rotation ist einfach kein Charakter, der Dupe System Einwirkung hat. Irgendwie der was reißen könnte, sagen wir mal. Aber ich sehe schon, er hat, wie gesagt, er hat keine große Schwierigkeit. Der Damage Output ist ganz normal. Ich kann ihm normal Schaden zufügen. Okay, nicht den, den ich austeile. Er hat halt ein bisschen höhere Defense, aber das ist immer so. So, jetzt haben wir den Super Saiyan 4 in der Runde. Heißt, das dürfte ein One-Hit werden. Okay, Vegeta kann eh nicht stunnen, da ist die Ulti unnötig. Ich muss halt einen der Gokus in die Rotation mit Kid Goku bekommen. Und das passiert aber erst. Oh Gott, das passiert erst in 3 Runden oder so. Dumme Kacke. Auch er ist nicht durch einen Critical Hit gestorben. What the fuck? Ich unterschätze Freezer. Ich überschätze. Ne, doch, unterschätze Freezer, war schon richtig. Wie es aussieht, sehr. Und gestunnen werden kannst du ja nicht. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich werde mehr Probleme beim INT haben, als ich dachte. Critical. Läuft da ganz gut. Ich hoffe, das behält er auch bei beim INT. Ist das jetzt schon der Endgegner oder habe ich noch einen danach? Moment mal. Danach habe ich noch einen. Okay. Zack, zack. Alles wieder öffnen, dass ich sehe. Wir haben natürlich wieder die Rotation.
wo ich keinen. Warum merkt das? Wo ich keinen Super Saiyan 4 habe. Dementsprechend werde ich diesen Turn babbern. Und Trunks ulten lassen. Der müsste auch die meiste Defense haben. Ja, ganz knapp, aber nur wow. Ah, ja, okay, die kann ich ihm geben für die Ult. Ich glaube, ich werde trotzdem ganz schön aufs Maul bekommen, den Turn. 38.000. Mann, wo sind denn die innovativen Events hin? Der macht einfach nur recht viel Schaden und kassiert nicht allzu viel. Das ist übelst langweilig. Allgemein, diese ganze neue Meta. Die Idee ist cool, dass man halt Kategorien einfach mal boostet, aber diese Umsetzung. Jeder Kategorie-Leader, wirklich fucking jeder, hat einen Attack-Boost von 100% oder darüber. Also 120 meistens um Dreh, Freezer jetzt 150. Und dann noch so einen kleinen Nebeneffekt einfach, aber das ist so langweilig. Weißt du, Vegeto damals konnte kontern, Omega konnte die Defense allgemein gut... Nee, warte, Vegeto konnte kontern, Omega hat die Attack vom Gegner reduziert. Broly hat einen Additional Attack rausgehauen, Buhan konnte heilen und duken. Gotenks hatte als einziger den Prozentboost. Das ist so langweilig geworden, Alter, das gibt es gar nicht. Und das ist traurig. Dass Dukan einfach auf die Schiene geraten ist, das ist wirklich traurig. Aber hey, wir sammeln trotzdem bei allen Bannern. Also ich jedenfalls nicht, aber die meisten von euch. So viele AGL-Ops, Alter. Ihn kann man auch nicht stunnen. Wow, sehr kreativ. Und vor allem auch dieses Nicht-Stunbare, damit es wirklich unmöglich ist für Free-to-Play-Spieler, wa? Ich muss mal ein Video machen, wie ich mich über Dokkan einfach auskotze. Ich mag das Spiel, sonst würde ich es nicht spielen, das wisst ihr, aber auch bei sowas gibt es einfach mal richtig Scheiß-Aktionen. Und der lebt noch. Jetzt habe ich keinen Crit hinbekommen, ist das Ding. Shit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur Stunbar ist nicht. Er ultet aber nicht, das wundert mich. So, jetzt haben wir eine schöne Rotation. Ist zwar nicht mein Goku hier, aber ist trotzdem recht guter. Und zack. Jetzt nicht ulten. Dankeschön, ich dachte schon. 1,89. Ich glaube, Freezer könnte Super Saiyan 4 Goku vom Damage Output überholen. 1,68 mit Crit, 1,8 beim normalen Attack. Beim normalen Attackieren, interessant. Ich habe den Super Saiyan 4 in der Rotation, das ist gut. Hey, mir gefällt das Theme. Ist echt nicht schlecht. Nur ein Stück lauter. Ist überhaupt nicht, warum die Dings so laut sind. Die Effekte. Ich werde Ikarus einsetzen, weil ich dem Typen absolut nicht vertraue, was Damage angeht. So, wir waren, es hat geklopft, vielleicht hat man das noch gehört vom Cut. Habe ich das Item eingesetzt? Ich habe es eingesetzt. Ich wollte ihn vom Damage her nicht unterschätzen, mehr weiß ich nicht mehr. Ja, vor allem das Geilste ist halt, wenn geklopft wird so, ja, hallo, und dann nix mehr. Ich meine, ich verstehe es schon irgendwie so, der Höflichkeit, dass man nicht direkt reinkommt, aber... Man könnte ja wenigstens so rufen, ey, was machst du, kannst du kurz... Einfach nichts mehr, das verunsichert mich immer so hart. Ich glaube, ich meinte Sachen, die ich an Dokkan nicht steigen kann, oder war das noch davor? Ach, keine Ahnung. Ich wollte sehen, wie viel Damage der Typ macht. Und dass ich den Soundtrack geil fand, habe ich gesagt. So, auf Goku jetzt. 25.000 trotz Ikarus, alter Schwede. Ich glaube, ich werde mit dem, mit dem physischen Team, aber ich gegen den STR ziemliche Probleme. So habe ich kein Problem, außer beim AGL, aber da kritisch durch. So, das dürfte eigentlich sein Ende sein, der Turn, oder? Ach ne, er hat noch viel mehr Leben, als ich dachte. Ich weiß nicht, schon wieder denke, dass ich hier einfach... Es ist halt sofort programmiert, dass ich denke, dass ich jedes Event mit zwei Turns durchkriege. Wenn ich ihn jetzt wirklich besiege, dann ist es einfach wahr, dass ich jedes Event mit zwei Turns knapp durchkriege. Ja, aber auf Goku macht er gar keinen Damage. Es laggt ein bisschen. Hat nicht gereicht. Heißt, ich brauche noch den nächsten Turn safe. Ey, wie krass dieser... Er ultet noch, lol. Eieiei, wie viel macht das jetzt so? Eieiei. Eieiei, 66.000. Auf einem Super Saiyan 4 Goku mit Ikarus aktiv und Defense gesteigert. Das ist not bad, Freezer. Das ist not bad. Ich nehme mal an, er ist auch nicht stunbar. Wäre ja dumm, wenn nur die Formen davor nicht stunbar waren. Ja, natürlich. Aber sealbar dürfte er sein, nehme ich an. Ist mir aber eh egal, weil ich ihn jetzt fertig mache. Zack.
Zack. So fucking viel Key, obwohl ich es nicht brauche, geil. Danke, danke. Hey, wir sind sogar recht nah am Doka-Mode dran. Hatte ich lange nicht mehr. Interessant, interessant. So, wir lassen Goku den Gnadenstoß geben, wie immer, weil Vegeta dazu ja nie zustande kommt. In die Lage kommt. Er kommt nie dazu. RIP Freezer Event. Ja, ich habe einmal halt komplett den Faden verloren, gerade weil ich weg musste für 10 Minuten, aber. Gut, 5 Minuten. Aber ich glaube, da war nichts Wichtiges gerade. Meine Damen und Herren, das Freezer Event, das würde ich sagen. Es ist sehr einfach. Es ist nämlich wie das Omega- und Gogeta-Event aufgebaut. Man muss einfach nur Damage raushauen und irgendwie Damage vermeiden. Das ist das Langweiligste, was es gibt. Aber hey, so ist es nun mal. Ich bin kurz vom Level up. Cool. Und ich habe heute noch keinen Daily Single durchgezogen. Heißt, wir ziehen zum Abschluss dieses Videos noch einmal bei diesem Freezer-Banner. Natürlich zusammen, wenn ihr Interesse daran habt. Ein Group Summon zum Abschluss eines Events. Vielleicht sollte ich das öfter machen. Das ist doch eine ganz coole Idee. Ich werde bei dem Freezer, wie gesagt. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee, so am Ende von einem Event. Ist halt schwer, wenn ich mal keine Stones habe. Ich habe gerade 27, ist das Ding. Also nehmt euer Handy raus, euer Spiel, was ihr gerade so spielt halt. Das Spiel eurer Wahl. Ah, keine Garantie. Und lasst auf 3 mit mir los bei eurer Summon-Animation. 1, 2, 3. Satan Links Base Form. Oh, vielleicht kriege ich ja einen Beigeist. Komm schon. Fuck! Oder auch nicht. Shen hieß der, glaube ich. Gut, ich habe mit dem Rare beendet. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr so bekommen habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan-Battle-Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen, Tschernobyl und ciao.